So. Dann testen wir mal das Game hier. Ah, yes, we've made it. Welcome to the old halls of the Dwarven Kingdom. This era is usually off limits to rookies like you. But I have a mission for you to do. I plan on sending you to the cave, but we have a blacksmith to save. That clown of a blacksmith has gone missing, and he was last seen around here. We've also seen the signs of kobolds lurking about. So listen up, Greenbeard. My first command to you as head explorer is to help me find the blacksmith down here. Without the blacksmith, we won't be able to craft any of our tools and armor. We'll need for the other recruit cave divers. Oh, speaking of tools, you'll be needing a good weapon in case there are any of those stinking rock-chewing kobolds down here. Lucky for you, I bought an extra soup. Soupladel? Was? That ought to do for a greenie like you. Even then, if you lose my soupladel. Ach, Suppenkelle meint er, ne? Okay. We'll just send another one of you little recruits down here to find it. It won't be that easy when we send you below the stone for the first time, so. Good luck finding him. I'll just wait here and be finishing my savory soup. Na dann. You can dig through most of the walls, but you can only do that with a pickaxe equipped. Find one and dig through this wall to see where it leads. Various objects could be interacted with by mousing over them and clicking. Others can be hit broken if you have a pickaxe or other melee weapon. Okay. Jawoll, da ist die Pickaxe.
Aha, Geheimnis. Oh, cool. Ah! Die sind very aggressive, ja, diese Kobolds. Ei, oh, ah. Back off, you stinking wild creature. Don't come any closer. I don't let kobolds touch my beard. Oh, is that a fellow dwarf? Sorry, my visor has given me some hated smell over the years. And I guess by your smell you've already dealt with them. That means I'm free to have my dignity back. Hehe, get it? Dignity? Why are you staring at me that way? Ah, yeah. Not digging these ponds. Anyway, it's a pleasure to meet you. Me bearded brethren? Brethren? Breath? Keine Ahnung. I used to be a blacksmith, I mean. I am the blacksmith, and I'll be happy to serve your smithing needs. Sniff, sniff. I can smell some fresh ores. Pass all the stink on you. So let's make a deal. Since you saved me here, I can craft you some nice new tools and armor in return. Deal? Aye. Let's head out of this place then. Alright. Dann folgt mir doch. Could hear that loud, low-budget comedian punning from all the way over here. Sorry you had to deal with that, rookie. Just head towards the gate where I finish my soup. So, ich muss jetzt hier raus einfach. Okay. Aha. So we made it back in one piece, I'm surprised. The other miners were starting to take bets on whether you'd actually make it back on your first mission, but they didn't know I gave you an easy one. From here on out, we'll be sending you on real missions in the caves that lie waiting below. Below the stone, a place where many dwarves like yourself lost their lives building what our dwarven economy survives on today. Twisting, turning caves with unlimited riches. Unseen runes with treasures waiting to plunder. Plunder? Plunder? And if you don't make it back, trust me, no dwarf is ever going to see any of the stuff you brought with you again. We have a lot of important folks worth meeting around here in this dwarven fortress of sorts. And as a rookie, you should make a priority to speak with each one of them before we sent you into the cave. Oh, before I forget, the blacksmith told me he wanted to give you something. He should be across the way. Huh, I've already mistaken you for the astral fungi and made a potion
out of you. Ah, welcome, little one. I'm an alchemist by profession and I'm able to prepare you pretty much anything you wish for, as long as you provide the ingredients. Na dann. Me tricks are tricky, but me must be quicky. Okay. For me tricks you see may not be sanctioned by the city. Funny Jung, yeah. You scared me. Oh, you must be the new hotshot. I'm Imogen, the finest trader and goblin in the kingdom. If anyone says otherwise, they're lying. Tons of unique items come through my shop every day. So if you see something nice you might not see is the next time you're here. So be sure to grab anything that catches your eye. But don't forget to pay, of course. Or my price just might double. Okay. Anyway, have a look around. Die will ich. Mensch, das ist einfach alles einsacken, ohne zu bezahlen. Okay, der gibt einem die Mission. Okay, wenn man 3 nimmt, kriegt man auch hier mehr Belohnung. Kundschaft. Komisches Etwas. Can't you see I'm doing important banking work? What do you need? Wait a minute, you're one of those new recruits, aren't you? Well, let me tell you something. You new recruits need to be sure to store things here. Otherwise, we have lost
everything you acquired. Let me show you the world. I'm sure you'll get a hang of things simply by stepping inside. Jo, kann man da schon mal die Sachen reinpacken. Hey, I was expecting you. What do you have for me today? If anything. Do you have it? Well, do you? Maybe not. Anyway, let me see what you have. Okay, was im Tresor ist, wird auch hier mit reingepackt. Das ist gut. Jo, Torch ist immer gut. Ach, verdammt. Eine Axt. Ja, klingt schon mal besser wie meine, wie mein scheiß Kochlöffel, ne? Crossbow ist vielleicht auch cool. Ich kann schon meine Schulden abbezahlen, bevor er die Preise verdoppelt. Das ist krass. Ein Crossbow gibt kein Geld. Man sieht hier mal die Leiste, ne? Also die muss einmal voll werden. Guck mal, für zwei Crossbows gibt er mir nur eine Münze. Willst du mich verarschen? Ey? Da müssen wir nochmal reden. Ne? Okay, die sind immer prozedural generiert, ja? Okay. Explore around and see what you find, but remember, you can't leave the caves unless you complete at least one of your missions. Okay.
Okay, das ist der kleine Bruder vom Blacksmith. Okay, der gibt dir immer so Tipps. Okay, also wenn der Wand so irgendwas leuchtet, dann heißt das wohl, da ist irgendwas Schönes. Oder auch eine Falle. Die sind echt aggressiv, ne? Was ist das denn? Die wilde Moorrübe oder was? Guck mal, das ist auch schon Kohle, oder? Kann ich noch ernten oder so? Nee. Okay, kann schon nicht abbauen.
Ja, ich meine, gut. Wenn ich das nächste Mal runterkomme, ist ja eh wieder ein anderer Dungeon. Ne? Also muss man sich das jetzt auch nicht unbedingt merken. Muss eigentlich nur noch Fledermäuse finden. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, das Spiel ist cool. Oh, Kupfer. Erkunden, farmen, craften, Gegner töten. Genau mein Ding. Au, ey. Voll die Wichsviecher, ja. Ah, sehr schön.
Also ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt hier drin sterbe, ist alles weg, ne? Ach lol, wenn ich die Essen leuchte, ist auch gut. To die for this, ja. Leben ist hart, ey. Okay, da steht ja auch can be eaten for health, also muss man die jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Was ist das? Okay, wenn man die einfach isst, 2 Minuten bis an leuchten. Ja, cool. Okay. War das eine tragende Wand oder so? Ist schon cool, ne? Ist schon cool. Okay, werden die Wände jetzt was härter? Richtiger Dungeon noch.
That wasn't an Eingang. Muss man sagen, ich verstehe jetzt diese Leuchtblumen nicht, weil ich habe ja jetzt eh hier, wie man sieht, so einen Leuchtradius, ne? Okay, der ist ein bisschen höher. Okay. Macht es aber nicht unbedingt leichter, die Ores zu sehen, oder? Die Erze, immer dieses Verenglischen. Ja, da guckst du, ne? Au! Blöder Wichser, du Blöder. Aber das ist gut, ich brauche eh Holz. Dann kann man, also es sind so hier diese Dungeons, nennen wir sie jetzt mal Dungeons, dann ist das immer so die Holzquelle wahrscheinlich. Ne? Oder so ein Schnaufen. Klingt nicht nett. Gold Key needed. Okay, also gibt es ja auch so einen Boss dann. Ja. Okay, okay, aber er ist eingesperrt. Ne? Nein, Digga, ey. Da, wie OP ist der denn, ey? Ist ja voll unfair, ey. Das ganze gute Zeug, alles futsch, ey. Ah, krass, du verlierst echt alles, ne? Oha, ey. Nein. Aber hey, wie unfair war der denn? Ich war doch jetzt schon so weit weggegangen und dann trifft er mich ja trotzdem noch. Okay. Ah, Scheißdreck, ey. Alles weg, ey. Alles weg. Mann, ey.
hat so viel Erze gefarmt, ey. Ich dachte gerade schon, ach easy, die haben den Boss da, das da irgendwie zufällig festgebackt. Kann ich ihn ja easy wegkloppen, aber nö, er hat mich easy weggekloppt, ey. Und ich wollte mich da gerade heilen, weil ich dachte, ja komm, hier bin ich safe, ey. Dann trifft mich noch der Stein und dann hat er wieder sein Dreiergeschoss geschossen und das trifft mich natürlich. Fuck. Aber gut, passiert halt einmal und nie wieder. Hoffentlich. Aber gut, ich geh kurz eine rauchen, dann machen wir weiter.
Die Schild, jetzt habe ich hier so eine Billo-Picke, ey. Scheiße. Hätten sie besser noch zwei Missionen dazu gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich eben überhaupt schon Medium Slimes gesehen habe. Das gute Zeug, ich hatte so viel, ey, fuck, ey. Nur so eine Billo-Axe, Pickel. Auch so viel Kupfer und alles und Tin gefunden, ne? Ne, was ist Tin? Was war nochmal Tin? Nicht Zink. Boah, ich komme nicht drauf. Nicht Zink, ey. Jetzt habe ich die ganze Zeit Zink im Kopf, wenn ich an Tin denke. Ach nee, nicht Zink, Zinn ist es. Tin ist Zinn. Ja, Mann. So, hat keiner gesehen. Guck mal noch. Copper Sword, das klingt doch schon mal nett.
Alter, das Spiel ist echt gefährlich, ne? Toll, guck mal, jetzt kann ich mit der Picke kann ich das nicht abbauen. Rotz. So ein Cheat.
Du Wichser, du Blöder, ey. Ey, Skelette sind böse, ey. Alter Vater, ey. Jo, Mickey, grüß dich. Na, Jung. Was geht ab? Ah, das Spiel ist schon echt geil, ne? War auch schön, dass meiner kommt, ey. Hilfe. Alter, übel, übel, ey. Ey, diese Erdbeben, das ist schon geil gemacht, ehrlich, ey. Aber auch gefährlich. Jo, aus dem Dicken kommen nun mal einfach drei kleine, ey.
Ja, übel, Junge, übel. Wenn ich die drei Fledermäuse habe, dann gehe ich diesmal aber raus, bevor wieder alles weg ist. Okay, also die Skelette sind auf jeden Fall gut zum Pfeile farmen, ne? Fickt euch, ihr Wichser, fickt euch. Das ist aber geil, viel Holz. Okay, noch drei Fledermäuse.
will jetzt auf jeden Fall lebend rauskommen. Ja, viel Zeug gefarmt. Nur noch eine. Direkt gleich mal wieder eine bessere Picke machen. Ich brauche Fledermäuse. Jo, ist ein ganzes Dorf von denen. Ich würde jetzt gerne auch in das Dorf und da mal alles plündern und töten, aber das wird bestimmt nichts, oder? Arsch lieber, wenn ich Rüstung habe. Ja, ist ja so Pixelart, ne? Muss man halt mögen, ne? So. Die respawnen hier richtig, ne? Vasen sind aber sehr ergiebig.
Ja, komm, ich zieh mich jetzt mal zurück. Incoming! Das hätten wir mal früher sagen können, dass man hier fighten muss, ey. Ja, good to know, ey. Mein Herz, ey. Ich bin zu alt für sowas. Erstmal gucken, was ich mir jetzt craften kann. Oh, Inventar ist voll. Muss. Jo, was ist das denn? Damage 3, kannst einfach den Kopf als Waffe nehmen. Die ist ja eigentlich schon voll schlecht, wenn die nur hat ja nur eins mehr. Also ist Zinn besser als Kupfer. Nett, Dynamite. Damage 5. Damage 5. Nein, Quatsch. Ist das Schwert. Damage 6. Nee. 2,8, 2,5. Das Kupfer doch besser. Ja, doch. Kupfer ist besser.
Jetzt habe ich schon mal ein bisschen Defense. Na, der wärmt mich. Okay, dann gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwie so kältere Gebiete. Jawohl, wenn der nicht badass aussieht, weiß ich auch nicht. Erstmal ganzen Shit verkaufen hier. Pfeile geben richtig Kohle, ne? Hier krieg ich 32. Für 6. Ah, okay. Einer kostet 6 und der 32 Stück. Okay. Achso, und was ich den verkaufe, kann ich auch zurückkaufen. Na gut. Mining Potion. Pack den Key erstmal weg. Das Geld wird wohl gesaved, oder? Kann ich ja nicht wegpacken anscheinend. Auf jeden Fall Kohle ohne Ende.
Also ein Erdbeben ist eigentlich cool, ne? Da droppen Ressourcen und Wände gehen schon mal kaputt, kriegen schon mal Schaden. Hier droppen die Schleime irgendwie noch nichts in der Demo, ne?
Also Fossile habe ich schon alle. Bräuchte er mal Kohle, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Die Höhlenschweine, wer kennt sie nicht? Thank you.
Okay. Geil, ich mag die Gegner. Ich mag die jetzt schon, ey. Komm her, du ranziger Typ. Das ist Eisen, ne? Eisen gut. Müsste ja stärker sein als Kupfer. Ich will noch mehr von diesen Würmchen. Die waren krass. Ja, Kohle ist echt noch mangelbar.
Gibt's doch bestimmt auch irgendwie eine Mamaspinne, oder? Ist jetzt die Frage, ob wir die finden wollen. Ich denke im Moment eher noch nicht so.
Ja, das ist gut, dass man die Kisten kaputt hauen kann und Holz kriegt. Ja. Muss man sich auch mal merken direkt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal langsam zurück. Ne? Questen erfüllt und ich habe viel Zeug. Ein Froschi-Frosch. Das ist gut, ja. Auch nicht schlecht. Ne?
Ach so, nee, Helm hätte ich gar nicht gebraucht. Wo ist denn die Chestplate? Hab ich die nicht gemacht? Ich dachte, ich hatte die gemacht. Das Eisenschwert gibt einfach kein Gold, ey. Echt wenig. Er gibt mir eine Münze und will jetzt 400, ne, der Wichser. Spider Eggs, used in cooking, ja, dann Mahlzeit, ne? So, der kocht bestimmt für dich, ne? So, ich gehe noch mal gerade ein rauchen und dann machen wir den nächsten Dungeon. Bis gleich. Gab es dafür jetzt eigentlich schon die Vollversion? November 17. Das dauert leider noch ein bisschen.
Auf geht er, der Peter, ne? Oh, diese Kartoffeln, die machen mich fertig, ey. Jawohl, schön Kohle hier. Der vergiftet mich. Thank you.
Okay. Siebzig Blocks deep ist eine Cavern. Nice. Wow, das erste Mal, dass so ein Ding gedroppt ist. Das Inventar ist voll. Ne?
kein Platz. Irgendwas muss weg. So viel Glitzerzeug in den Wänden. Wow, aber kein Platz mehr für Kupfer. Na gut. Ich brauche mal diese Mining Potion, ne? Dann kann ich bestimmt alles abklappern.
Igidi geht, ey. Hat er mich jetzt Mama genannt? Ich glaube, das sagt er. Aber der Giftpilz mit den 10 Minuten Leuchtduration, der war schon cool. Das Licht war auch angenehm, so wie von den so diese grüne Aura, die war ein bisschen kacke. Ne? Aber von dem Giftpilz ging echt klar.
Ja, schade, hat nicht so gut wie der Dingsrums Schamanhelm. Platins. Oh, hat der vielleicht noch eine bessere Lampe dran? Boah, ich brauche mehr Kohle, ne? Er gibt mir einfach eine Goldmünze für die Platinbarren. Oh, Dynamit, da lässt er springen. Also das Spiel hat mich auf jeden Fall angefixt. Da freue ich mich auf die Vollversion dann. Thank you.
Oh, nice. Ach, scheiße, hab keine mitgenommen. Ja, der ist cool, der Pilz. So ein kleines Level-System wäre auch noch ganz cool, ne? Irgendwie mehr Leben oder so. Was man dann auch behält, die Level, wenn man stirbt, ne? So ein bisschen Meta-Progression. Boah, ich liebe diese Larven, ne? Spucken richtig schön Kohle aus. Gibt es von denen irgendwo ein Nest? Hoffentlich erstmal stumpf nach oben. Gucken, wie weit ich komme.
denn für ein Vieh? Oh Mann, ey. Ich glaube langsam werde ich ein bisschen müde. Komm, schneller, Junge, schneller! Dann testen wir doch mal das Dynamit. Thank you.
Ich hätte gern Platin, kein Kupfer. Das ist dann quasi wahrscheinlich so ein Sumpfbiom mäßig irgendwie. Ja, guck mal, hier ist so ein Stein mit Rissen. Hier löst jetzt ein Erdbeben aus, oder? Spezielle Gegner gibt es ja anscheinend nicht, aber vielleicht noch nicht. Krokodil oder sowas, ne? Wird auch passen. Oder große Insekten. Oder einfach so ein paar Echsen, ne? Aber kommt bestimmt noch was. Ich meine, bis November ist ja noch ein bisschen, ne? Ein Monat. Gucken wir, das nächste Biom anfängt. Okay, erstmal kurz den Dungeon clearen. So richtig droppen tun jetzt nichts, wie schon wieder voll. Oh mein Gott. Tja, was tun wir weg? Ich würde sagen Knochen, oder?
Ja, die Rüstung ist auf jeden Fall nicht verkehrt, die hält gut was aus. Die Frösche droppen jetzt auch nichts, ne? Also Fleisch oder sowas, ey. Das ist kein Dungeon, mit wo so ein dicker Boss drin hängt, ne? So wie eben. Wo sind wir so Wurfäxte, ne? Ah doch, hier ist Ende. 500, ne? Jo. 511 ist Schluss mit der Map. Ja, war cool. Ist ja eine große Map, ne? Nach links 500 wahrscheinlich, nach rechts 500. Und nach unten 500. Reicht doch. Also überlege, ist jedes Mal prozedural generiert, ne? Dann hat man doch immer gut zu tun. Gut, aber Platin gab es jetzt nicht. Noch ein mittlerer grüner Schleim gerade. Irgendwie nicht gezählt. Das war da auch ein mittlerer, oder nicht? Wieder Eisen. Ach hier, Erdbeben.
Was haben wir denn da? Die sind schon fies, ne? Diese kleinen Skelette. Oh, viele Pfeile. Die benutzen aber auch Aimbot hier, ne? Also ganz schön frech, ey. Gibt es irgendwo noch so einen Schleimboss oder so? Ich will mich wegprügeln, ey. Was Spezielles scheint es jetzt leider nicht zu geben. Na gut, die Skelette halt als Gegner, ne? Aber so bosstechnisch, ja, aber wer weiß. Platin habe ich immer noch keins, oder? Nö, nö. Kommen die extra harten Wände. Ist aber leider auch Eisen.
Und tschüss. Lol, was ist das für eine Maske, Junge? Und einer der Entwickler, ne? Ach ja, die immer mit ihren Running Gags. So, beziehungsweise mit ihren Insidern. Einer wird immer gemobbt. Ist einfach so. Wenn das ein lustiges Entwicklerteam ist, auf jeden Fall. Wo kriegt man die denn her? Kann man die auch irgendwo herstellen? Aber anscheinend nicht. Muss doch eigentlich gehen, oder? Und der Kauf. Oder Kohle. Ist an sich schon mal ein bisschen besser, ne? Aber Blei ist auf jeden Fall ein bisschen schwer, oder? Würde ich mal behaupten. Silber-Axt wäre noch cool, ne? 8, 2,4. Hä? Ja, okay, dann macht die doch keinen Sinn. Also wenn sie schon so eine Silber-Axt-Reihe machen, dann hätten sie die auch machen können, dass die dann 10 Damage hatte. So irgendwie halt, dass die besser ist als die Eisen. Genau wie mit Tungsten. Tungsten sollte eigentlich richtig reinknallen, weil Tungsten ist doch so ein richtig, richtig hartes Material, ne?
Aber gut, ist ja noch eine Demo, ne? Das ist cool. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, habe ich hier schon mal die Eisensachen. Ja gut, aber irgendwo kann man bestimmt später noch die Sachen craften, ne? Diese Flaschen. Muss ja. Aber gut, das wird für mich hier erstmal gewesen sein. 3 Stündchen reichen ja erstmal wieder, ne? Jo, auf jeden Fall dann danke fürs Zusehen. Ne? Also auf das Spiel freue ich mich auf jeden Fall. Wenn das dann 17. November kommt, dann werde ich mir das auf jeden Fall holen. Ne? Jo, dann euch schon eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.